Spieltag 8 in der DEL2 und die Lausitzer Füchse waren Gastgeber in der heimischen Wied Arena gegen einen direkten Tabellennachbarn. Die Füchse im Moment auf dem 10. Tabellenplatz mit 8 Punkten hatten die Wölfe Freiburg aus dem Breisgau zu Gast, die ihrerseits auf dem 11. Tabellenplatz mit 6 Punkten innehaben. Und 1685 Zuschauer, die erhofften sich an diesem Abend eine Kehrtwende für die Blau-Gelben, nachdem ja 3 Niederlagen in Folge hier auf dem Zettel stehen. Allerdings waren die Wölfe Freiburg nicht umsonst bereits am Samstag angereist, damit sie hier entspannt in diesen Sonntagabend hineingehen können, hatten am Vormittag schon eine kleine Eiszeit bekommen und wollten am Abend dann ihr Spiel umsetzen. Das machten sie auch in der 3. Minute, dann die erste große Chance hier für die Gäste aus dem Breisgau. Allerdings Tobias Anschetzka, Sieger in dieser Situation. Die nächste Möglichkeit dann in der 6. Spielminute, aber auch hier war es wieder der Torhüter der Lausitzer Füchse, der das 0:1 aus Sicht der Hausherren verhinderte. In derselben Spielminute dann eine 2-Minuten-Strafe für Kuschel von den Lausitzer Füchsen. Und da machten es dann die Breisgauer besser. Wenn auch statistisch sie nicht unbedingt das Überzahlteam der Liga im Moment sind, war es dann Tyson McLellan, der hier das 1:0 für die Gäste erzielte. Bis dahin auf jeden Fall viel mehr Spielanteile auch der Gäste, und die Lausitzer Füchse dominierten in diesen Momenten einfach nur noch mit Strafminuten. In der 15. Minute Jordan George, 2 Minuten Strafe. In der 18. war es dann nochmal Bennett Rosmi, 2 Minuten Strafe für Halten. Allerdings war dann die Defensivarbeit in Unterzahl so gut, dass die Gäste kein weiteres Tor erzielen konnten. Den Mittelabschnitt begannen auch die Breisgauer wieder effektiver. Rosmi saß noch für wenige Sekunden auf der Strafbank. Also die Lausitzer Füchse beginnen diesen Mittelabschnitt mit 4 Mann. Und dann war es allerdings wieder McLellan und dann Scott Allen. Die beiden, die hier die ersten Akzente setzten und zeigten, dass sie hier gewillt sind, mehrere Tore noch zu erzielen. Garland danach mit einer Big Chance, scheitert allerdings am gegnerischen Torhüter, an Patrick Cerveni, der in dieser Situation ein sehr gutes Bild ablieferte. In der 24. Minute dann Strafen auf beiden Seiten. Pokorny und Breitkreuz durften dort jeweils 2 Minuten raus. Also ging es hier mit ein bisschen mehr Luft auf dem Eis munter hin und her. Erst Freiburg, dann die Füchse mit einer Chance. Aber beide Mannschaften bekamen hier kein Tor zustande. In der 29. Minute waren es dann wiederum die Gäste aus Freiburg, die hier die Oberhand hatten. Und dann war es Lennart Otten, der hier das 2:0 markierte. In der 32. Minute, nur 3 Minuten später, eine Riesenchance für Czwanow mit einem super Schuss auf das Gehäuse von Tobias Anschetzka. Und dieser behält hier in dieser Situation die Oberhand. Und jetzt waren die Lausitzer Füchse gefragt, nachdem sie defensiv da heute sehr, sehr schlechte Karten hatten, war es dann ein Glückstreffer, kann man sagen, in der 34. Minute. Peter Quenville verkürzt hier zum Anschlusstreffer, zum 1:2. Damit sollte dann die Entscheidung im Schlussabschnitt fallen oder auch nicht. In der 41. Minute dann die erste Chance für Freiburg und die erste große Chance in diesem Schlussabschnitt gab es dann für die Lausitzer Füchse in der 50. Minute nach einer Standardsituation. Nach einem Bulli war es dann die erste Reihe, die hier den ersten gefährlichen Schuss auf das gegnerische Gehäuse abgab. Und das sagte dann schon fast alles aus. In der 51. Minute dann nochmal Quenville, bevor in derselben Minute Lars Reus wegen Beinstellens 2 Minuten raus durfte. Die Breisgauer brachte ihn hier allerdings kein weiteres Tor zustande. Und in der 56. Minute waren es dann wiederum die Lausitzer Füchse, die Möglichkeit hatten, in Überzahl hier nochmal ein Tor und den Ausgleichstreffer zu erzielen. Es blieb allerdings beim 1:2 aus Sicht der Hausherren. In der 59. Minute dann nochmal ein Pfostenschuss für unsere Gäste. Also viel Glück dann noch für die Lausitzer Füchse mit dabei. In der 60. Minute nochmal eine 2 Minuten Strafe für die Lausitzer Füchse. Und damit waren die Messen gesungen und die Lausitzer Füchse verlieren hier dieses 8. Spiel in der DEL2 gegen die Wölfe Freiburg mit 1:2.